einen schönen guten Morgen aus El Nido. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bereit seid für mehr Philippinen-Content. Wir sind jetzt in El Nido angekommen und das liegt im Norden auf der Insel Palawan. Und hier werden wir ein paar Touren machen und euch natürlich dann auch mitnehmen. Heute steht die erste Tour an, das ist eine Bootstour. Genau, wir fahren zu verschiedenen Inseln, zu Lagunen, werden auch schnorcheln und ja. Und hoffentlich sehen wir Schildkröten. Ja, das ist unser Traum. Mit Schildkröten schwimmen. Ja, es gibt 4 verschiedene Touren in El Nido, A, B, C und D. Frag mich, warum wir uns für eine entschieden haben. Wir haben uns einfach für A entschieden, weil es einfach A ist. Wir sind halt die Nummer 1, ne? Okay. A soll die beste auch sein. Aber das sagt jeder. Ich glaube, alle sind das schön. Ist individuell. Aber wir haben nun mal A, genau. Genau. Es ist jetzt so. Also lasst uns herausfinden, ob A wirklich so gut ist. Ich hoffe, man hört mich, denn es ist so windig. Wir sind jetzt am ersten Ziel oder am ersten Stopp angekommen, und zwar Seven Commando Beach. Und ja, es war ein bisschen schwierig hier zu stranden, weil es halt so windig war. Deswegen mussten wir auch ein Stück vom Boot schwimmen. Und ja, jetzt sind wir hier. Wir bringen hier ein bisschen Zeit, bevor es dann weitergeht aufs Boot. Tutta la mia vita, sempre.
erstmal zum Lunch zu schwimmen. Wundervolles Lunch. Habt ihr Hunger? Und wie? Wir hatten kein Frühstück. Ich kann nicht mehr. Es ist 14:35 Uhr, we are getting hungry. Geil. An unserem letzten Spot angekommen. Das ist auch so ein kleiner Strandabschnitt. Und hier werden wir jetzt versuchen zu schnorcheln. Es ist sehr windig und wellig, deswegen mal schauen, ob es klappt. Ne? Wir geben unser Bestes. Die sind schon ready, die Mäuse. Let's go. Kurzer Outfit-Check. Wir gehen jetzt tauchen! So, Freunde, die Tour ist jetzt vorbei. Es ist jetzt genau 17:54 Uhr. Um 9:45 Uhr hat die Tour gestartet. Also ja, einen ganzen Tag. Wir haben ungefähr 30 Euro pro Person gezahlt. Und der Touranbieter ist Happy Life, was dann auch eher so auf jüngeres Publikum fokussiert ist. Und ja, war auf jeden Fall mehr Fun als jetzt eine normale Bootstour. Wir hatten richtig viel Spaß. Aber ich muss wirklich sagen, wir haben ja die El Nido Tour A gemacht. Im Vergleich zu der Port Barton Tour, im vorigen Video könnt ihr die auch nochmal sehen, war die jetzt nicht so crazy. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Himmel heute bewölkt war, weil Licht ist ja immer so ein wichtiges Ding beim Wasser. Aber war trotzdem cool, hat Spaß gemacht, aber die Messe ist schon sehr hoch angesetzt, deswegen. Aber wir hatten einen schönen Tag, wir haben viel gelacht, viel Spaß gehabt. Ja, war ganz toll. Was sagst du? Jetzt bin ich müde, denn Bootfahren macht müde. Müde, hungrig. Das B steht für schlafen. Genau. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt frisch und dann werden wir hier mal ein bisschen das Nightlife erkunden und gucken, was dann heute Abend noch so ansteht. Denn morgen geht's auf unsere zweite Tour, die dann auf jeden Fall nach Abenteuer schreit. Und dann nehmen wir euch dann wieder mit. Bis gleich! So, Freunde, wir haben uns jetzt nochmal frisch gemacht und sind jetzt nochmal losgelaufen. Wir sind jetzt in so einem richtig gehypten Restaurant. Wir standen jetzt auch locker eine halbe Stunde an. Also die Schlange
war vorhanden. Und hier gibt es halt so alles mit Fleisch, alle möglichen Variationen. Und da haben wir uns jetzt was rausgesucht. Und es ist halt tatsächlich sehr, sehr günstig hier. Also hier kannst du halt für 2 bis 3 Euro essen. Und das kannst du halt hier sonst in der Straße gar nicht. Also let's go. Nice. Thank you. Aber dann hast du ja so einen Bauch irgendwann. Für mich ist es das Reden über den Darmtrakt, während ich noch esse. Das muss ich jetzt einmal festhalten. Das ist so das Medizinische am Essenstisch. Ja, alle drei im Medizinbereich tätig. Das ist aber das MFA-Life. Ja, tiefenentspannt. Das ist voll normal und das ist auch für mich voll okay. Aber ich wollte es mal festhalten. Ja, was soll ich sagen? Das ist wichtig, dass sich da auszutauschen. Die Darmgesundheit ist sehr wichtig. Darm mit Charme, ne? Genau. Willkommen bei Tag 2. Guten Morgen. Auf jeden Fall sind wir gestern nach dem Essen direkt zurück in die Unterkunft, weil Jenny ziemlich fertig war vom Boat Trip. Die ist auch direkt eingepennt und dementsprechend gab es gestern nichts Spannendes mehr zu sehen. Aber heute startet ein neuer Tag, sie ist wieder fit und ready. Yes. Alissa, bist du ready? Immer. Immer. Auf jeden Fall geht's jetzt los für mehr Abenteuer. Sind wir auf jeden Fall auch bereit. Es geht zum Wasserfall, es geht zum Strand, es geht zu einem Bauernhof. Und wir fahren im Karaoke-Jeep, das ist das Beste. Das ist auch das Ding, was uns überzeugt, diese Tour zu machen, weil Karaoke auf unserer Liste stand. Also, let's go! So, Freunde, die Tour startet jetzt. Wir haben eine kleine Einführung bekommen und jetzt geht's los. Hast du noch Mut? Mut? Ja. 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 Noch ja. Na, schau mal. Und du? Immer. Na, dann let's go. Das ist unser Wagen für heute. Hi. Let's go. Kuschelig. Der Bus ist voll. Leute, wir sind jetzt an unserem ersten Stopp angekommen. Das ist der Leo Beach. Und hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Beachclubs, Restaurants. Man kann hier Volleyball spielen, man kann hier baden gehen, man kann hier richtig geil chillen. Genau. Na? Na? Wir gehen jetzt mal schwimmen vielleicht. Ja, vielleicht, ne? So, da gehen wir doch erstmal eine flotte Runde schaukeln hier am Beach. So, wir sind jetzt angekommen an unserem nächsten Stopp und zwar ist es Lunch. Das ist hier so ein Bauernhof, ne? Und, ja. Wir gehen jetzt zum Lunch erstmal. 5 Minuten zu Fuß und dann schauen wir mal, was es gibt. Zu essen und zwar klassisch philippinisches Essen, auch die Art und Weise, wie man dann isst, ist auch schon angerichtet. Amazing aus.
So, Freunde, wird alles mit den Händen gegessen. Hier wird alles mit den Händen gegrabt. Deswegen auch vorher die Handwaschaktion. Na, Messer, Gabel, Löffel gibt's hier nicht. Es geht los. Wir sind wieder in. Wo sind wir wieder? Beim Buffet. In Indien. Ach so, ja, da wird auch immer mit Händen gegessen. Weiter geht's zum nächsten Spot. Wir sind jetzt beim Waterfall angekommen, beziehungsweise noch nicht ganz. Wir müssen ungefähr 25 Minuten dahin wandern. Es ist wandern. Der Bulalakao Waterfall. Genau. Bulalakao. Da wandern wir jetzt hin. Wir haben schon unsere sexy Watershoes angezogen. Und dann geht's jetzt los zum Waterfall. Ich bin richtig excited. Ich habe richtig Bock. Ja. Ich hoffe, wir werden richtig an unsere Grenzen kommen. Alissa, hast du Bock? Immer, bist du da. Let's hast du go. Hast du Bock auf die Grenzen? Ja, voll. Ja? Grenzen ist mein zweiter Name. Du bist grenzenlos. Genau. Call her grenzenlos. G grenzenlos. G. Call me G. Call me G. So, jetzt gibt's die Wanderstöcker. Bist du bereit? Nee. Nee? Jetzt schon. Danke. Okay. Ah, mein Fuß. Spaß. Moin. Servus. So, nach 25 Minuten Hiking sind wir jetzt da. Wow. Na, öfter hier? Ja. Ja. Ach so, hi. Also ab und an schon, ne? Ja, kann man mal machen. Hey, das ist Drohne. Alissa! Let's go! So, wie fühlen Sie sich? Hammer, jetzt könnte ich die ganze Welt wissen. Ja, wie war das Gefühl, als du runtergesprungen bist? Also ich habe mir fast in die Hose geschissen, weil es ist ultra hoch und ja. Du musst halt vom Felsen richtig weit abspringen. Sonst knallst du gegen die Felsen. Ja, das war sehr knapp bei dir, ja, habe ich gehört. Ja, ich glaube auch. Aber du, alles gut gegangen und ich bin jetzt wirklich begeistert, dass ich das gemacht habe. Das war richtig geil. Supi.
So, wir sind jetzt an unserer letzten Destination angekommen. Der Beach Club. Ready for Cocktail. Alle sind gut drauf. Wir haben schon im Bus Karaoke gesungen. Und jetzt geht's hier weiter, ne? Jetzt geht's weiter! Erstmal gibt es einen Begrüßungsdrink. Ein Schnäpske, ne? Ein paar Vitamine. Ich meine, es ist ja auch gut für die Verdauung. Kleines Schnäpske. Ein paar Vitamine halten. So, meine Lieben, wir sind jetzt am Nac Palm Beach. Und es ist so, so wunderschön. Schaut mal. Ein super breiter Strand. Der Sonnenuntergang ist auch gleich da und jetzt gibt es erstmal eine Fotosession von Alissa. Da wird ihr erstmal richtig fotografiert. Ah! Genau, also wir chillen jetzt hier so ein bisschen und dann geht es in 2 Stunden zurück ins Hostel, dann ist die Tour vorbei. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mir ein bisschen mehr Abenteuer gewünscht. Ich hatte auch einfach keine Eier in der Hose davon zu springen vom Wasserfall. Bitte don't judge me. Ich habe noch genug Zeit, um genügend Wasserfälle zu finden, wo ich von springen kann. Aber ich dachte mir so, könnte ein bisschen gefährlich sein. War auch sehr knapp bei Alissa. Und ich möchte ja noch die 7 Monate Reisen genießen und nicht in Krücken verbringen. Deswegen nächstes Mal. Crazy party people. Yeah. Now we're doing some karaoke. You ready for karaoke? Ende. Wir hatten noch eine richtig fette Karaoke-Session, die ihr gerade gesehen habt. War richtig witzig im Bus. Auf einmal waren alle in Partystimmung. Es ging richtig ab. Allgemein, die Tour war richtig, richtig cool. War halt mal komplett was anderes. So mit dem Wasserfall und mit dem Bauernhof. Hat aber auch richtig Spaß gemacht. Können wir auf jeden Fall empfehlen hier in El Nido. Und deshalb werden wir uns auf jeden Fall auch gleich noch mit den anderen treffen und das Nachtleben erkunden. Aber müssen jetzt vorab Abschied nehmen von unserer Alissi. Sie geht wieder. Ja, nach Hause. 2,5 Wochen sind um. Wie war es denn? Richtig toll. Es waren wirklich mal wieder, ich weiß gar nicht, welche 2 Wochen toller waren, ob Thailand oder Philippinen, kann ich gar nicht sagen. Aber es war richtig, richtig, richtig schön. Und ich bin richtig sad, dass ich jetzt nach Hause bin. Und es sind ja auch nur 30 Stunden die Rückreise. Das dauert dann ein Trip, sag ich dir. Aber das kriegen wir alles hin. Ne? Du, wir sehen uns dann in Südamerika. Genau, da komme ich dann wieder. Genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen mal let's go. Ne? Dann let's go. War es das jetzt auch von uns? Der Vlog ist zu Ende. Ah nee, wir gehen ja noch weiter. Wir gehen noch weiter, wir zeigen noch mal ein paar Eindrücke. Stimmt, ja. Aber ja, sonst war es das erstmal. Und wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat, dass ihr auch sie so sehr liebt, wie wir sie lieben. Und wir hoffen, dass wir dich bald wiedersehen. Ja, ganz, genau. Ganz bald. Ganz flott, ne? Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Alissa wiedersehen wollt, Freunde. Ja. Genau. Bis dann. So, Freunde, dann zeigen wir euch mal, wie El Nido bei Nacht aussieht. Es gibt 2 sehr, sehr bekannte Straßen. Das ist einmal die Real Street und die Serena Street. Beide Straßen zeichnen dann einfach die Nacht aus. Also es ist alles voll mit Restaurants und Bars, mit kleinen Shops, wie man auch schon hinter mir sehen kann. Die Stadt wird so richtig zum Leben erweckt, sobald die Sonne untergeht. Dann sind auch keine Roller und Autos mehr erlaubt in diesen Straßen. Es wird halt komplett zu einer Fußgängerzone und das zeigen wir euch jetzt, weil es ist halt wirklich sehr, sehr schön hier abends.
to Palau and what's up? I'm going to go to Monambo. I'm looking for the bar.